Scheiße. Was warst du noch gleich? Ach, du warst der Typ mit den Bücherregalen. Ja, moin, ich brauche das Zeug, dann gebe ich dir Bücherregale. Das ist hier Segmüller Lagerschlussverkauf. Ich glaube, das hier ist der Schmied, den werde ich mal kurz ein bisschen anhandeln. So, lala. Freust du dich schon? Hast du schon was Neues? Jetzt? Nein. Ich freue mich trotzdem, dass es mir Zeug gibt. Bin ich voll happy drüber. Schade. Willst nicht alles Smaragde hier so raushauen? Weiß, was kommt, wo man sie für braucht, ne? Ich hab wieder zwei. Das ist gut. Ich guck also, gerne, was so einigermaßen sinnvoll erscheint hier. Wer wollte denn irgendwas mit Gold haben? Irgendjemand war doch was mit Gold. Du? Nein. Du? Nein. Du? Halt! Du, sag ich! Nein. Nein, ich nicht, ich will nicht! Nicht schlagen, nicht wieder schlagen! Nein, nein! Okay, dann nicht. Wenn du schon Soße fragst oder das so sagst. Ich mache immer meine Arbeit anständig. Gut, vielleicht verschwindet ab und zu mal ein Silberlöffel und eine Silbergabel oder sowas, aber nie größere Mengen. Ich versuche meine Familie zu ernähren. Bitte schmeißen Sie mich nicht raus. Ah ja, siehst du, jetzt kriege ich hier gerade eine Spitzhacke, beispielsweise eine verzauberte Eisenspitzhacke. Okay. Bei der, also muss ich hier mal ein bisschen mehr handeln. Ich habe zum Glück noch einiges an Gold dabei. Und da kriege ich vor allem Smaragde. Yubi ist unser alter Handelsprinz. Ja, ich tausche jetzt hier einfach mal so ein bisschen irre ein. Freust du dich noch? So, schauen wir mal. Was habe ich da noch so? Ich grab mich jetzt hier einfach gerade in der Zweierblock-Ebene irgendwo durch die Gegend in der Hoffnung, dass ich eine Höhle finde. Die will mit mir keine Smaragde mehr tauschen. Warum? Weiß ich nicht, will sie einfach nicht. Hast du sie leer gemacht? Vielleicht, wenn das geht. Ich weiß es nicht, ob es geht. Aber ich darf auf jeden Fall nichts mehr mit dir tauschen. Also ich habe die Spitzhacke jetzt komplett kaputt gemacht. Okay. Und habe keine Diamanten gefunden. Blöd. Keine einzigen. Da habe ich ein paar, habe ich Smaragde und Redstone gefunden. Und ein bisschen Eisen. Moment halt, hier geht's gar nicht raus, daran geht's raus. So. Stehen hier gerade alle so schön zusammen? Ich hab Angst. Ach ja, wir haben auch gesagt, wir werden noch ein bisschen was am Nether-Portal auch ändern. Noch mit, haben wir ja ausgemacht. Achso, ja, stimmt, haben wir. Das können wir ja mal ein bisschen Ankündigung machen, was in nächster Zeit passieren wird. Zeug. Würde ich jetzt sagen, genau, Zeug. Und zwar werden wir das Nether-Portal wahrscheinlich nochmal ein bisschen umsetzen. Also sprich, woanders hinbauen. Genau, aber da steht noch nicht so ganz genau fest, wann, wie und wo und wohin. Wann, und wie und wohin, genau. Und wer ist eigentlich Bruce Willis? Das bin ich. Nein, Schweinebacke, bist du nicht. Doch, wirklich. Yeah, Schweinebacke. Muss ich so sagen, ich find's cool, wie sie in dem Film halt noch sagen, eine Maschinenpistole. Echt? Ja, also der erste Teil, also jetzt habe ich eine Maschinenpistole. Wie er den ersten umgelegt hat, ne? Und dann das Maschinengewehr da von ihm abgenommen hat. Oh, das weiß ich schon gar nicht mehr. Das ist aber auch schon wieder 1000 Jahre her. Und sie dann im Aufzug nach unten geschickt hat zu den anderen, ne? Zu den anderen Terroristen. Du hast den gerade erst vor kurzem gesehen, wahrscheinlich, ne? Naja, es ist auch schon wieder ein paar Tage her, dass ich den gesehen habe, sagen wir es mal so. Ja, wahrscheinlich. Aber es ist nun mal einfach eine geniale Filmreihe. Da kann man sagen, was man will. Von dem her kann ich mir da ein paar Sachen immer besser merken. Ich kann mir sowieso aus Filmen und sowas kann ich mir Sachen immer super gut merken. Ja, da bin ich eher schlecht drin. Vor allem so dumme Sprüche, die ich mag. Die du immer klaust, ne?
die ich dann immer klaue, genau. Nee, ich klaue sie nicht. Ich verarbeite sie weiter. Ich verbessere sie. Achso. Zum Beispiel mein Lieblingsspruch: Ich tötete Mufasa. Na, wo ist der her? Das ist aus König der Löwen, oder? Verdammt, bist du gut. Ja, sicher war ich mir jetzt auch nicht, würde ich wohl mal dazu sagen. Jubi, ich bin stolz auf dich. Das ist mein Junge. Darauf trinke ich erstmal einen Schluck. Ja, Schwipschwap übrigens. Und kein Alkohol. Ja, alkoholfreie Ernährung jetzt. Schwipschwap. Ah, ist das lecker. Wie sie mich alle anstarren. Der Messias ist erschienen. Und er bringt uns Brot. Ja, so in etwa. Ob ich das hier einfach mal mache mit dieser Eisenspitzhacke? Vielleicht bringt das ja was. Ja, hol sie dir halt einfach. Freu dich, hab mit dir gehandelt. Na bitte. Ich bin so glücklich, er hat mit mir gehandelt. So, jetzt kann ich mir die Rüstung aufbessern. Das mache ich jetzt einfach mal, weil ich glaube, das hier ist die richtige, was das angeht. Okay. Juri hat gerade Spaß im Dingens. So, jetzt muss ich mal schauen, wo habe ich eigentlich das Schwert? Da ist das Schwert. Jetzt hat sie das nächste im Angebot. Aha, jetzt geht's schon mal an die Diamantaxt. Die sie einfach zaubert. Also du musst eine Diamantaxt mitbringen und Smaragde. Zwei Stück und dann haut sie dir da Effizienz drauf. Eins. Okay. Das finde ich gar nicht mal so schlecht, also so ein Verzauberer dann noch zu haben. Okay. Werkzeug, hier Edelmetall. So, ich nehme jetzt einfach mal nochmal zwei Scheren mit und dann bin ich jetzt auch durch. Dann kommt da das rein, dann Golderz, habe ich auch noch ein bisschen was gefunden. Ach, so ein Scheiß. So, okay. Genug gehandelt. So, Juvi. Wenn wir uns jetzt dann wieder aufmachen wollen in den Nether, was brauchen wir noch? Wir brauchen einen Bogen, wir brauchen Rüstung, also intakte Rüstung. Ich habe einen Bogen, meine Rüstung ist soweit auch intakt. Ich mache uns beide gleich noch ein Diamantschwert. Verzaubern? Ja, gut, da können wir bloß das verzaubern, was wir als Bücher haben, oder in Bücherform. Wir müssten dann uns vielleicht auch gleich mal hier parallel so eine Liste aufrufen, wo die Rezepte dazu sind, damit wir mal so wissen, was wir brauchen eigentlich, oder? Jo, ich schaue jetzt sowieso gerade noch mal schnell was. Das haben wir gleich. So, schreiben müsste man können. Chance, laden. Ich will nicht! Lass mich in Ruhe, ich möchte mich nicht laden! Hier müssen wir auch später noch mal ein bisschen dran arbeiten. Ach, wir haben noch so schön viel zu tun. Ja. Ist voll schlecht, oder? Nur Arbeit, Ratmann. Nur Arbeit. Mal grob geschätzt, das hier ist jetzt gerade die... könnte so die 100 irgendwas 30. Folge sein. So in etwa. Ne? Und wir haben noch so unglaublich viel zu tun. Da verstehe ich, wie man locker mal auf 1000 Folgen kommen kann, wenn man da am Ball bleibt. Ja, vor allem, es zieht sich immer irgendwie weiterhin, ne? Und weiter, weiter. Jetzt habe ich gerade eine Viertelstunde mit Handeln verschwendet, beispielsweise. So, das haben wir. Genau. Ah ja, okay, da brauche ich 3 Stück. Alles klar, alles klar. Was zu essen brauchen wir noch? Wir haben so einen. Ich muss hier gerade noch ein bisschen... So. Okay, und zurück zum Spiel. So. Du bist durch? Jawohl, er ist durch. Dann gehen wir in den Keller. Wir kommen im Keller. Moment, da war ich gleich noch nicht in die Workbench. Also ich brate mir mal hier ein paar Steaks durch. Oh, du hast noch Eisen da, hast du gesagt? Ja, genug. Okay. Ah, obwohl... Das, was ich habe, reicht sogar auch noch. Habe ich sonst noch was in den Öfen drin versteckt? Ne. Gut. So, lala. Den haben wir jetzt erstmal daher. Ich mache uns mal schnell 2 Diamantschwerter. So, zack, zack.
Also mein komplettes Eisen, was ich noch auf Vorrat hatte, hat jetzt gereicht, um den Amboss zu bauen. Okay. Der steht jetzt in meiner Wohnung. Ja, so okay. Hatten wir nicht aber schon mal irgendwo einen hingebaut? Ich glaube nicht. Einen Verzauberungstisch hatte ich mal gebaut gehabt. Den habe ich auch noch nirgends hingesetzt gehabt. Ja, geht ja auch nur mit Büchern drumherum, ne? Ich weiß gar nicht. Man kann ihn auch so hinsetzen, aber wenn Bücher rundrum sind, sind halt bessere Verzauberungen dabei. Es müssen 15 Bücherregale rundrum sein. Ach, 15, okay. 9 habe ich sonst schon mal so. Da können wir dann schauen, aber jetzt wollte ich gerade erstmal. Hast du noch Eisen bei dir in der Hütte? Ja, in meinem Lager. Dann führe ich mir gerade mal eben ein bisschen was an Eisen, weil ich will schnell was testen wegen Bus-Reparaturen. Huch, Juri ist jetzt zu Hause. Irgendwo eine Werkstattkiste? Werkzeugkiste? Eine Werkstattkiste. Eine Werkstattkiste? Ich glaub nicht. Monster Drops, Holzworn, Sand und Glas, Kohle. So, ich nehme jetzt. Gerade für eine Rüstung. Das ist diese verzauberte Eisenrüstung. Ah, okay. Die ich mir da ertradet habe. Was suchst du Eisen hier oben bei Wertvolles? Wertvolles? Achso, da hätte ich jetzt nicht geschaut. Erwartet, wo ist Wertvolles hier? Ah ja. Aber ich nehme mal hier so ein 34er-Stack da. Jo. Alter, hast du viel Eisen. Ja, ich hätte noch mehr, weit mehr, wenn ich nicht gerade verreckt wäre. So, was habe ich denn für Bücher? Mhm. Bann 4 habe ich. Feuerschutz und Feuerschutz ist gar nicht schlecht. Feuerschutz 1 und Feuerschutz 2. Das ist ja für Rüstung, glaube ich. Ja. Okay, so, schauen wir mal. Du hast das Eisen da? Juri? Jo. Okay, du bist noch da. Also ich überlege gerade, ob ich mir sonst... Na, wobei, das lohnt sich nicht. Ah ja, okay, so läuft es also. Geht das? Natürlich nicht. Also ein Diamantzeug kann man auch wirklich nur mit Diamanten reparieren. Und Eisenzeug nur mit Eisen. Ja, ja, das ist klar. Irgendwie logisch, ja klar, aber ich wollte es einfach nur mal anschauen mir. So. Das hätte ich dir auch sagen können. So, noch ein paar Stickies machen und ein paar Fackeln sind auch gar nicht so schlecht, glaube ich. Ja, dann mache ich vielleicht mal ein paar mehr. So. So, einmal schnell die Klamotte reparieren. Ich sagen, wie sieht es eigentlich bei mir aus, aber es ist eigentlich ganz klar, wie es bei mir aussieht. Ich habe ja gerade erst neue gemacht. Kohle. So, also wie gesagt, wenn du was reparieren willst, ne, kannst du bei mir zu Hause machen. Jo. Den Amboss muss man dann eh nochmal irgendwann umsetzen, irgendwo in die Schmiede rein. Dann bauen wir uns noch eine schöne Schmiede hin. Ach, wir haben sowieso... noch ein Punkt auf der To-Do-List. Scheiße. So. Was zu essen darfst du nicht vergessen. Ach so, stimmt. Futter. Backwaren. Oh, so viel Fleisch. Wo habe ich denn Monster Drops wahrscheinlich, oder? Monster Drops hier. Ich pack einfach mal 38 Ofenkartoffeln ein, das sollte reichen. Oh, hey, es regnet. Hey, cool. So, das. Netherzeug, Walle, Lehm, Kies. Okay, okay, okay. Pfeile habe ich noch ein paar. Einen Bogen muss ich mir jetzt eben craften. Wie viele Pfeile hast du? 54. Okay, das sollte passen. Das sollten wir mit klarkommen, denke ich. So, 38 Ofenkartoffeln werden für ein bisschen reichen, denke ich, oder? Ich denke auch. So ein kleines Nether-Abenteuer. Wir werden da jetzt keine Tage, Wochen, Monate, Jahre drin verbringen, aber so ein bisschen eben. Wir sind es euch ja schuldig, weil ja mal eine Folge verloren gegangen ist. Jo. Da hab ich schon nämlich verkackt. Irgendwie beim Rennen einfach Mist gebaut. Ja, das kann vorkommen. Jo, kann es. Was ist Leder da drin? Leder gehört hierher. So. Nein. Ach, das ist noch ein bisschen Steak. Aber das nehme ich jetzt nicht mit. So. Okay. Ich bin soweit. Jo, ich crafte mir jetzt noch schnell, vorsichtshalber, einfach nochmal ein paar Pfeile. Aber im Moment, die Pfeile kann ich im Inventar lassen, die brauche ich nicht draußen. Du hast noch genug? Ich habe 23 Stück jetzt. Ja, ich mache dir mal noch ein Stack mit hier. Ich habe ein Diamantschwert. Was, du hast ein Diamantschwert? Ja.
habe doch extra eins gecraftet. Hä? Ich habe doch gesagt, dass ich eins habe. Ja, aber das war nur noch so halb, oder? Ja, also so halb voll ungefähr noch, aber das hält noch lang genug. Also das ist noch für ein Nether-Abenteuer ist das noch gut genug. Ja, meinst du? Ja. Gut. Ich muss eben doch auf meine Steaks warten. Hättest du mir lieber einen Diamanten gegeben, dann hätte ich es reparieren können. Das wäre billiger. Ja, egal. Jo, passt schon. Dann lass ich jetzt eins eben hier. Blablabla. Dann habe ich noch eins auf Vorrat. Moment, dann schaue ich nochmal schnell, wo ich gerade den Verzauberungstisch habe. Dann kann ich den aber schon mal zumindest zu deinen Büchern stellen. Zu meinen Büchern? Ja. Aber ich glaube, bei Werkzeugen dürfte es mit drin sein, oder? Also, wo meinst du jetzt zu meinen Büchern? Ja. Hier in mein Haus rein, oder was? In dein Haus zu den Bücherregalen. Ja, aber dafür müssen wir eine extra Ecke machen. Das geht schon, das sollte schon soweit passen. Schauen wir mal. Lass mich kurz gucken, wie es aussieht, deine Bücherregal. Also so dachte ich das jetzt eigentlich nicht, aber okay. Ah, hier, komm. Du hast hier, also in dem Raum hast du genug Bücher. Da stelle ich jetzt einfach mal den Verzaubertisch hin. Dann können wir uns hier spontan verzaubern, wenn wir was haben. Ja, können wir später wieder wegnehmen. Genau. So, also eigentlich sollte das ja jetzt hiervon beeinflusst werden, glaube ich, oder? Nö. Weiß ich nicht, 2 und 6 haben wir hier. Man muss die, glaube ich, drumherum bauen oder so, ne? Ich weiß es nicht genau. Also sieht man ja zumindest bei allen. Sammel arkanes Wissen von den Büchern. Verdammter Tisch. 113. Also ich habe jetzt hier im Angebot... 1,5. Achso, ich habe ja auch keine Level mehr. Ach, deswegen. Ja, ich habe Level 42, also da sollte eigentlich schon... Ja, ich habe ja keine 5, mehr. Ich war ja auch mal weit. Ach, weißt du, warte, ich mache jetzt hier einfach mal irgendwas drauf. So, hier, meinst du Stufe 1 Zeugs. Nemesis der Gliederfüßer 1. Juhu. Okay, 1, 6, 7. Party. Anscheinend muss ich das erst ein bisschen aufladen mit den Büchern, die rundherum sind. Habe ich das Gefühl. Ich weiß es nicht. Ist ja auch erstmal wurscht. Ja. So, meine Steaks sind soweit durchgebraten. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier einmal kurzen Stopp. Genau, und wir sehen uns dann gleich wieder. Dann genau. Mit Feindkontakt. Mit Feindkontakt. Also, bis gleich. Tüdelü. Bis gleich. Tschüss.